Willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League, zu Folge 25 nach Tobis Flugerfahrung gerade. Hallo. Ja, ich war auf dem Klo, ich habe mein Glasproblem gelöst, ich habe einfach ein größeres Glas geholt, damit ich dort nachschenken muss. Und wir spielen gegen Splitscreen, Leute. Und das ist drin. Gut, ich wollte mich noch nachschenken. Ja, ärgerlich. Ich würde mir da eine Täuschung geben. So, jetzt sitze ich auch wieder unanständig. Tobi, ich bin quasi da. Übrigens, ich habe schon Splitscreen gespielt. Das ist mega das Handicap. Wenn wir das nicht gewinnen, sind wir die letzten Idioten. Wir sind die letzten Idioten. Wir sind die allerletzten Idioten. Aber ich habe jetzt wenigstens mein Schorleglas etwas vergrößert. Ich habe jetzt einen halben Liter genommen. Das sogenannte Kanister-Schorle, von dem immer alle reden. Du machst komische Geräusche. Ich bin gerade am Kauen. Ja, dann hör auf damit. Alter, was frisst du eigentlich immer, du Idiot? Komm, Benny, das ist dein Moment. Oh, Mitte. Ja, sag ich doch. Da waren mehrere. Zu zweit auf einen kann ja jeder. Den fick ich. Och, Tobi. Oh, Tobi. Du mich auch. Wenn das war... Benni! Ach Leute, ich dachte, wir stehen nebeneinander. Sorry. Fail. Ich dachte, wir stehen nebeneinander. Ich habe nicht richtig geguckt. Ja, habe ich gerettet, ne? Also, maximal Teilschuld. Ich war gerade gar nicht bei WhatsApp irgendwem geschrieben. Upsi. Nee, ich dachte wirklich, wir stehen nebeneinander. Und du fährst. Lass mich raten, du standst hinter mir. Ja, genauso wie jetzt. Ne, jetzt stehst du vor mir. Also, Konstellation. Ja, das tut mir leid. Ich dachte wirklich, du stehst neben mir. Hab nicht nachgeguckt, war dumm, sorry, Teilschuld. Aber ich sag doch, wenn wir gegen die verlieren, sind wir die dümmsten Idioten und bisher läuft. Und was ist denn mit denen? Ja, Tobi, sobald Cross-Platforming geht, können wir mit meinem Mitbewohner zocken. Ejo. Er ist nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraped. Oh mein, geraped kam da gar nicht vor, ne? Oh, schönes Ding, Herr Kuschnitz. Oh, so ein Wichser. Alter, schön. Oh, ärgerlich. Ich bin heute irgendwie lauter als gestern, kann das sein? Hitler, kann das sein? Klar. So. Kollege Schnürschuh. Da würde ich sagen, gewinnen wir das mal. Ist ein bisschen verwirrend, weil ich gerade mein Handy, auf meinem Handy gerade ein Video läuft. Unter meinem Bildschirm ist mich gerade etwas verwirrt.
Weil ich A nicht weiß, dass das für ein Video ist und ich B die ganze Zeit wegen dem Flimmern abgelenkt bin. Den machst du von Tobi, der deiner. Ja, Mann. Darauf erst ein Stück Fanta. Ah! Oh! Nein, 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 nein! Das kommt jetzt irgendwie random. Wieso? Warum bist du so ein Dickhead? Warum bin ich? Du hast den doch verkackt. Ich hab den davor abgewehrt und stand noch im Tor. Entschuldigung, ich kann. Für deine Leistung, für deine Scheißstimmung bist du doch hier verantwortlich. Und wenn du hier wieder. Weißt du, wenn du hier wieder zuständig über 1860 bist, dann musst du halt ins Grünwalder Stadion gehen. Aber ohne mich, ja? Und mit 7 Euro in der Südkurve ist das hier nicht zu finanzieren. Mann, Mann, Mann. Komm, I believe I can fly. Ich konnte es wirklich. Aber warum bist du denn jetzt so? Hallo. Oh Mann, du, ey, Bronze 5, ich seh's kommen. Ich wohne bald im Holzhaus. Beide hinten. Einer ist vorne. Ich spiele die Mitte. Boah, hat er gut abgewehrt. Den jetzt eher weniger. Ich übernehme den rechten Uri. I believe I can fly. Heute bin ich in Flugstimmung. I believe I can touch the sky. Weißt du, Sounds, die man nicht hat, muss man halt selber machen. So. Mann, deine Hurenmutter. Ich meine natürlich, du netter Junge. Ärgerlich, dass du den gehalten hast. Das finde ich ja eher weniger Knorke. So wie das deiner kommt. Alter. Junge, Gott, was machst ich du grad, denn? Da geht nichts rein. Ich hab grad selber aus. Mein Fehler. Mann, Mann, Mann. Ja, aus. Das ist vielleicht bei deiner Karriere, wenn du hier so weitermachst. Oh Mann, ey. Boah, ich hab'n. Wir müssen danach eine Pause machen. Ich hab ein perfektes Sound. Ist das schon die erste oder die zweite Partie? Die erste. Oh, schade. Ja, dann müssen wir danach eventuell doch mal kurz weiterspielen. Aber danach habe ich eine super. In der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber du ratzt ein bisschen. Echt jetzt? Ja. Wir sprechen. Wird's besser? Ja. Hallo? Ja. Aber mein Handy. Sowas musst du mir immer sagen. Okay. Wenn es dir auffällt. Ja, muss ich mein Zoll Handy. Oh, sorry, ich war beschäftigt, mein Handy wegzustellen. Nein, nein, nein. So ein Neffe. Ja. Ja, weil es beim letzten Mal, glaube ich, 3 Partien gegeben hat. Nee, das waren doch nur 2. Aber weil die hier so lange gedauert hat, machen wir nach der Partie mal eine kleine Pause. Es hat uns trotzdem gefreut. Hörst du dich immer noch ein bisschen komisch an? Bei mir? Ich weiß. Dann höre ich mich weiß nicht, ob es wirklich nur an mir liegt, dass ich so komisch höre. Ich weiß nicht. Das gucken wir jetzt einfach mal nach. Ist das besser? Weiß ich nicht, das muss man rausfinden, wenn man länger redet. Ja, das ist ärgerlich, aber wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich fixe jetzt mal kurz das Audioproblem. Bis.